Ich bin die Laura, ich bin 28, bin Gesundheitsmanagerin von Beruf, habe Kurse sozusagen zum einen meiner Leidenschaften gemacht. Ich halte schon relativ viele Kurse, unter anderem Functional Training und Military Drill Workout eben auf dem harten Boden in der Natur. Und da ist mir gekommen, ja Mensch, du, das wäre eigentlich auch einmal eine Idee fürs Trampolin. Bin dann da eben einfach mal drauf, habe mal ein paar Liegestützen gemacht, Mountain Climber, so die typischen Functional Moves eben, was man auch machen kann, und habe dann für mich eigentlich so festgestellt, okay, coole Sache, das zieht eigentlich noch mehr rein, als wenn du es auf dem Boden machst. Ne? Hab das ausprobiert und es ist richtig cool angekommen. Ich gehe normalerweise dreimal in die Woche ins Fitnessstudio, Krafttraining. Und man meint, man ist fit und so, aber das ist schon ganz andere Beanspruchung vom Körper, also viel mehr auf Ausdauer und so. Und man meint, man ist fit, aber nach 10 Minuten ist man schlapp. Wir sind heute ziemlich spontan zu dem Training dazugekommen und wir haben echt von Bein bis Bauch bis zu den Armen alles trainiert. Richtig Power, war richtig anstrengend, aber ich fand es echt richtig klasse. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich finde es auf jeden Fall cooler, weil es einfach so, die Atmosphäre auf dem Trampolin ist einfach richtig cool und auch mit der Musik. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Der Kalorienverbrauch ist 4 bis 5 Mal höher als beim normalen Joggen. Ist auch allgemein vom Verbrenneffekt größer, als wenn man jetzt ganz normales Functional Training betreibt. Dadurch, dass auch hier die Tiefenmuskulatur mit beansprucht wird. Also ich würde beide Kurse allen empfehlen, die gern Sport machen, die gern Sport für sich entdecken wollen, die dabei Spaß haben wollen und die dabei auch wirklich sagen, okay, ich will mal was Neues ausprobieren. Yeah. Im ersten Kurs geht es da hauptsächlich darum, ja, Spaß zu haben beim Springen, ein bisschen zum musikerischen Taktgefühl dazu zu entwickeln. Es sind verschiedene Musikrichtungen dabei, also ob das jetzt ein bisschen Zumba-Musik ist oder Hip-Hop oder Dance-Classes, haben wir alles mit drin. Wichtig dabei bei dem Kurs ist mir wirklich der Spaß. Ja? Also es soll jetzt da keiner verkrampft sein, sondern Spaß dabei, Lachen, Endorphine auszustoßen und einfach ein wenig ein Gaudi sich dabei zu bewegen. Der zweite Kurs, Military Drill Workout auf dem Trampolin, ist dann schon ein wenig knackiger dabei. Würde ich empfehlen für die Einsteiger eher den ersten Kurs, für die etwas fortgeschritteneren, vielleicht auch für die männlichen Personen, auch den zweiten Kurs. Da geht es dann ein wenig ins Eingemachte. Es gibt eben auch verschiedene militärische Übungen, Liegestützen, Unterarmstütz, Jumps, Haltephasen und das auf kurzer Zeit mit wenig Pausen. Knieschonend auf alle Fälle. Wenn jetzt da ein paar Fragen gleich aufkommen, oh, was machen meine Knie? Angenehmer sicherlich als auf dem Laufband außen zu laufen und der Spaßfaktor ist natürlich auch größer dabei. Musik ist dabei, Leute sind dabei, die motivieren, auch ich motiviere euch. Geht nicht, gibt's nicht, meine Devise. Am besten fand ich die Atmosphäre, war auf alle Fälle von der Trainerin sehr motivierend, von ihrer Art und wenn man sich gegenseitig pusht und so und im ganzen Kreis, ist schon motivierend. Und auf alle Fälle habe ich es sehr unterschätzt, wir wollen ein bisschen Trampolin springen und so, aber ich gehe schon sehr in die Beine und sehr in die Ausdauer. Da in der Gruppe, im Kreis, mit Musik und so, ist schon motivierender, mit der Gruppe zusammen, wie jetzt bloß so plump trainieren. Ja, und ich fand es auch extrem nochmal intensiver, das Workout auf jeden Fall. Macht ihr sonst Sport?